Herzlich willkommen zu der Serie Der Islam, Gefahr oder Chance mit unserem Islamexperten Wolfgang Ringer. Grüß Gott. Grüß Gott. Letzte Woche haben wir uns mit den sunnitischen Terroristen uns beschäftigt. Jetzt schauen wir uns die schiitischen Terroristen mal genauer an. Daher gleich meine erste Frage. Warum gibt es wesentlich weniger schiitische Terrororganisationen? Naja, weil, wie ich schon einmal erklärt habe, die Schiiten ohne ihren 13. Imam, der immer noch im Verborgenen weilt, keine Neueroberungen durchführen dürfen. Das heißt, daher sind sie für Europa auch wesentlich weniger gefährlich, weil sie alleine ohne diesen Imam nichts tun dürfen. Sie beschränken ihren Terror daher vor allen Dingen auf die islamischen Länder und hier in erster Linie, also im islamischen Ländern im Nahen und Mittleren Osten, hier in erster Linie auf den Irak, auf Syrien und auch auf den Libanon und neuerdings auch auf Jemen, der aber gänzlich zur Verteidigung ihrer Brüder dient. Wir wissen ja, dass in Syrien, im Irak, im Libanon und im Jemen ja eine große Minderheit an Schiiten lebt. Im Irak mussten sie sich gegen Saddam Hussein und seine Sunniten verteidigen, die Syrer als Alawiten gegen die sunnitische Mehrheit in Syrien und im Jemen die schiitischen Houthi, gegen die ja Saudi-Arabien jetzt seit einiger Zeit schon Krieg führt, vor allem gegen den saudischen Wahhabismus. Der Libanon ist ein Sonderfall. Dieser war bis 1975 ein mehrheitlich christliches Vorzeigeland. Die Konfessionen lebten damals friedlich zusammen. Und der Libanon war ein wirtschaftlich erfolgreiches Land und er wurde auch als die Schweiz des Nahen Ostens bezeichnet. Zum Beispiel seine Hauptstadt nannte man auch das Paris Arabiens. Erst durch die massenhafte Zuwanderung der sunnitischen Palästinenser, durch die verschiedenen Kriege mit Israel, wurde der Libanon dann völlig destabilisiert, wirtschaftlich ruiniert und endete 1970 und in den 80er Jahren hinein in einem äußerst blutigen Bürgerkrieg. Wenn wir wissen wollen, zum Beispiel, wie Europa nach einer Islamisierung aussehen wird, dann schauen wir uns den Libanon oder vielleicht auch das heutige Bosnien an. Gibt es nun überhaupt eine schiitische Terrororganisation? Ja, gibt es eine einzige nennenswerte oder beziehungsweise zwei, je nachdem, wie man sieht. Die einzige wirklich nennenswerte schiitische Terrororganisation im Nahen Osten ist die Hisbollah. Die kennt man immer wieder aus den Nachrichten. Hisbollah heißt übersetzt eigentlich nichts anderes als die Partei Allahs, die ihre Mitglieder bereits bis vor einiger Zeit schon in die Regierung sogar des Libanons entsendet hat. Finanziert und bewaffnet wird sie durch den Iran, was dieser allerdings immer leugnet. Diese Hisbollah hat dann auch eine Miliz gegründet und ihr Gründer Mohammed Hussein Fadlallah war der Meinung, die Armee des Libanons sei viel zu schwach, um sich gegen Israel zu verteidigen, daher muss diese Miliz gegründet werden. Die USA stufen die gesamte Hisbollah als Terrororganisation ein, die Europäische Union nur ihre Miliz. Warum, weiß man nicht. Sogar die Arabische Liga tut das, allerdings auf Druck von Saudi-Arabien, denn Saudi-Arabien begrüßt natürlich nur sunnitische Terrororganisationen, aber keine schiitischen, das ist auch klar. Bekannt wurde die Hisbollah vor allem durch die Überfälle auf israelische Soldaten und auf die Grenzposten in Israel. Zusätzlich bekannt noch durch Entführungen der israelischen oder von israelischen Soldaten generell. Diese werden gefangen genommen und dann gegen Hisbollah-Kämpfer ausgetauscht. Belustigend sind hierbei allerdings die Austauschquoten, weil für einen Israeli oft hunderte Hisbollah-Kämpfer bezahlt werden müssen. Das heißt im Umkehrschluss, ein israelischer Soldat ist wesentlich mehr wert als ein Hisbollah-Kämpfer. Was einen aber nicht wundern braucht, denn ein israelischer Soldat hat eine wesentlich höhere Bildung und ist auch wahrscheinlich gescheiter als ein Hisbollah-Kämpfer. Gibt es außer der Hisbollah auch noch andere schiitische Terrororganisationen? Ja, die Hashid-Shabi-Milizen, Hashid-Shabi, sie werden auch Volksbewegungskomitees genannt und sind eine Dachorganisation von 40 verschiedenen paramilitärischen Gruppen, die bestens ausgebildet sind. Ausgebildet, geführt, unterstützt werden sie vom iranischen Al-Quds-Kräften. Al-Quds ist der paramilitärische Flügel der Revolutionsgarden des Irans, der Ayatollahs da drüben. Gegründet wurden diese Milizen offiziell durch die irakische Regierung, um die Schergen des IS zu bekämpfen. Geführt und finanziert werden sie jedoch durch den Iran. Inoffiziell gelten sie auch als der verlängerte Kampfarm der Ayatollahs aus dem Iran. Sie sind und waren hauptsächlich für die Unterbrechung der Nachschubwege des IS zuständig und waren auch an der Befreiung der Städte Raqqa und Mosul beteiligt.
Besonders erfolgreich machen sie auch Jagd auf versprengte IS-Kämpfer und von diesen sind daher diese Krieger besonders gefürchtet, weil sie die IS-Kämpfer oft sehr qualvoll töten. Somit kann man zum Schluss sagen, es gibt viel, viel mehr sunnitische Terrororganisationen als schiitische und daher ist die Aussage des US-Präsidenten Trump vor einigen Monaten bei seinem Staatsbesuch in Saudi-Arabien zusammen mit dem saudischen König, dass sie in Zukunft den schiitischen Terror bekämpfen werden, entweder nur auf Dummheit oder auf Bosheit zurückzuführen. Mit dieser Sendung schließen wir das Kapitel Glaubensrichtungen und Terrororganisationen des Islams ab. Nächste Woche wird unser Islamexperte über die Verbreitung des Islams, im Speziellen die Methoden der Verbreitung, näher eingehen. Wir bedanken uns für Ihr Zusehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.